Welcome to Satsang. Freiheit. Friede. Stille. Herzlich willkommen zum Satsang. War schön, was ihr gesungen habt. Nothing arrived. Nichts kommt an. Nichts kommt an. Man sucht nach etwas. Immer irgendwie nach etwas. Man sucht nach Ankommen. Denkt, wann komme ich endlich an? No way. Es gibt kein Ankommen. Wenn es ein Ankommen geben würde, dann würde es sowas wie einen Weg geben, wo man irgendwann anfängt zu laufen und irgendwann kommt man an. Und Wege werden ganz, ganz viele angeboten. Unendlich viele Wege. Und Satsang ist das Ende von einem Weg. Satsang ist der Hinweis, dass es noch nie einen Weg gegeben hat. Und Satsang ist der Hinweis, dass es denjenigen, der denkt, einen Weg gehen zu können, zu müssen, gar nicht gibt. Das ist sehr radikal. Und dann kommt der Verstand, der sagt aber, warum? Ich war doch mal kleiner, dann bin ich gewachsen und jetzt kann ich schon viel besser mit Sachen sein, weil jetzt bin ich ja schon auf dem spirituellen Weg und jetzt geht doch alles schon viel besser. Ich wäre schon viel ruhiger, ich wäre schon viel gelassener. Super, da gibt es doch einen Weg. Ja, ist doch eindeutig, da gibt es doch einen Weg. The Story. Geschichte. Geschichte von einem scheinbar reifenden Jemand. Aber es gibt keinen reifenden Jemand. Das Einzige, was wirklich ist, wenn wir von sowas überhaupt sprechen können, ist dieser ewige,
zeitlose Moment. Und der ist hier. Und das ist kein Sprung von Moment zu Moment, sondern da ist nur der Moment. Und der hat keinen Anfang und der hat kein Ende. Und in diesem Moment sind Energiebewegungen. Türe auf, Türe zu, gehen. Türe auf, Türe zu ist schon Geschichte, vorbei, vergessen. War was? Reine Wahrnehmung. Wahrnehmung von niemand. Wahrnehmung. Vollkommen still. Vollkommen in sich selbst, vollkommen eigenschaftslos, vollkommen qualitätslos. Und das ist eine Herausforderung, in dem zu ruhen als das. Weil die Dinge, die hier geschehen, versprechen so viel. Die haben so viel Attraktion. Man denkt, man bekommt was davon. Und man wird immer wieder enttäuscht, wenn man davon eben nichts bekommt. Und alles, was man bekommt, verschwindet wieder. Aber das hier kann niemals verschwinden. Das hier ist total ungeboren. Und jede Geburt findet darin statt. Als Ausdruck. Jede Geburt von Empfindungen, jede Geburt von Gedanken, jede Geburt von Menschsein. Und keine Chance, dem allem hier zu entkommen. Keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise was zu deichseln. Weil alles ist dieses eine Bewusstsein. Bewusstsein spielt den Traum. Bewusstsein löst den Traum auf. Immer nur jetzt. Zeitlos, gegenstandslos, immerwährend. Alles in sich aufsaugend.
Und jede Bemühung, dahin zu kommen, muss scheitern. Weil alles, was irgendwo hinkommen kann, kann auch wieder weggehen. Ich lade euch mal kurz ein, auf die Klinge zu horchen gerade. Wie die einzelnen Töne immer wieder auftauchen und versinken. Und es wird einfach wahrgenommen. Aber das, von was es wahrgenommen wird und was das auftaucht, das ist so unendlich still. Und da passiert nie irgendetwas. Und genau das ist das, wonach sich jeder so intensiv sehnt. Weil Bewusstsein tut so, wie wenn es das nicht mehr ist. Bewusstsein tut so, wie wenn da ein Schleier drüber ist. Plötzlich ist entdeckt, dass alles schon hier ist. Dass genau dieses stille Dasein unsere wahre Natur ist. Das ist immer so ein Versuch, diese Geschichte in Ordnung zu bringen. Was man da noch alles lösen muss in der Geschichte. Und das ist die Beschäftigung, das ist die permanente Beschäftigung. Aber in der Geschichte können wir nichts lösen. Sie läuft einfach. Und wenn wir genauer hinschauen, ist das nicht einmal eine Geschichte. Wenn wir nur den Moment betrachten, da gibt es gar keine Geschichte. Es ist nur das, was in dem Moment gerade aufblitzt. Und dann wird es gesehen von dem, was alles sieht, von dem, was immer hier ist. Und verschwindet wieder. Danke. Ja. Ja. Aber wenn wir jetzt dran hängen,
Oh Gott, das war so schön, das hat mich so tief berührt und ich möchte so gern, dass das weitergeht. Mensch, ich brauche das so dringend dafür, das ist so wichtig, damit ich wieder hier sein kann. Und oh Gott, ich will das haben, ich will das wieder haben. Ja? Wuff. Schon ist dieser stille Raum total vergessen. Und Leid fängt an, weil du es dann gerade nicht bekommst. Und du willst das aber. Oh, jetzt ist Leid wieder weg, jetzt kommt es wieder. Hm? Jetzt habe ich es wieder. Aber es wird auch wieder gehen. Definitiv. Definitiv. Alles, was hier kommt, geht auch wieder. Definitiv. Jeder schönste Zustand geht wieder. Definitiv. Aber das, was sieht, das, was sich allem gewahr ist, ist jenseits von jedem Zustand. Jenseits. Aber hier. Wenn ihr mal schaut, jetzt gerade, ob ihr wirklich einen jemand findet, der hier wahrnimmt, ob ihr wirklich eine Person findet, die hier wahrnimmt. Und irgendjemand findet den, dann bitte zeigt es man, man möchte man gern anschauen. Ja? Das wahrgenommen wird, ist klar, oder? Eigentlich was ganz Natürliches. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist hier. Aber von was wird es wahrgenommen? Das ist der alte Glaube. Ja, ich nehme wahr. Ich. Wer soll das sein? Sucht ihn. Wer soll das ich sein, das hier wahrnimmt? Von dem man denkt, dass man das ist. Und, hat schon wer geschaut? Ja, das ist schon eine Aufforderung, auch wirklich mal zu schauen. Ja, finde ich da irgendwo was? Und wenn ich schaue, ob ich das ich finde, was finde ich denn überhaupt? Und hat schon jemand sein Ich gefunden? The big one, yes. Dass das für dich klar ist, ist mir auch klar. Das ist wahr. Nee. Ja. Ein paar Ausnahmen muss man schon machen. Wenn man das einfach mal macht, völlig anstrengungslos, geht ja um nichts. Geht ja nicht wirklich um irgendwas.
Aber das zu entdecken, dass diese Idee von einem Ich, die das Leben managen muss, dass das einfach eine Lüge ist, dass das gar nicht stimmt, ist sehr befreiend. Und wenn wir mal schauen, wo soll denn das Ich sein? Dann kann man immer wieder entdecken, ich finde es nicht. Man findet alles Mögliche, ja? Je nachdem, was halt gerade das Leben so ausspuckt. In dem Moment. Als das Leben selbst. Aber man findet nicht wirklich ein Ich. Außer als Gedanken. Die Ich-Gedanken. Und wenn wir den Gedanken einfach mal wie wegradieren, ja, und nicht dran glauben, wir radieren den einfach mal weg. Für einen Moment. Dann bleibt da gerade nichts. Dann ist einfach still. Und dann kann man vielleicht entdecken, dass man den Gedanken nicht aufhalten kann, wenn wieder einer auftaucht. Aber dass es trotzdem noch still ist. Aber diese Stille verspricht halt nichts. Die sagt nicht, jetzt kriegst du ein super Leben, wenn du an mich glaubst. Die sagt nicht, wenn du mir glaubst, dann bist du erwacht. Die sagt nicht, jetzt wird der Traumpartner kommen. Nein. Die verspricht nichts. Da kann man keinen Deal machen. Und das ist eure Natur. Das ist das, was uns atmen lässt, was uns schauen lässt. Was das ganze System arbeiten lässt. Stellt euch mal vor, das müssten ich machen. Ha! Kann ein Finger sich hier kratzen, gell? Irgendwie wird einfach wahrgenommen, dass der Finger gerade darauf geht und sich kratzt. Und das kann das System von alleine. Kein Ich kann das machen. No chance. Und es ist wie, wenn man den Blick ein bisschen wegwendet von dem, was hier die ganze Zeit passiert. Und das, was hier still ist. Das ist, wie wenn die Aufmerksamkeit in sich selbst versinkt. Und das ist für jeden, in jedem Moment machbar. Jetzt kommen die Verstände. Ha, da ist was machbar. Nee, es ist nicht machbar. Ja. Die Einladung ist jeden Moment hier. Die Einladung ist jeden Moment hier. Vom Leben an sich selbst.
Meine Einladung jetzt an euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt, dürft ihr gerne herauskommen. Jetzt legt aber los, ha? Hi, grüße dich. Hi. Ich habe eine Frage, und zwar, ich erzähle dir jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel, das aber davon gibt es sehr viele. Ich war vor einem Jahr im Kloster und eigentlich war ich Seminarteilnehmer, war aber ganz schnell auch in der Rolle des Co-Moderators. Und ich hatte da noch Kontakt bis jetzt, dass sich einfach Personen aus diesem Seminar bei mir melden mit ihren Themen. Und eine, die habe ich jetzt getroffen letzte Woche, die war 6 Wochen in der Psychiatrie und kam raus, sie hat sich nicht heimgetraut. Und sie hat ein Zimmer genommen, ich habe sie dann getroffen und sie hat mir dann ihre ganze Situation geschildert und ich habe sie ihr erklärt. Du hast ihr die Situation erklärt? Ja. Ah. Und sie hat es dann verstanden und hat sich dann mit ihrem Mann... Also deine Version von der Situation hat sie verstanden? Das war nicht meine Version. Okay. Das war einfach eine Empfindung, die ich mitgeteilt habe. Ah, okay, okay. Sonst hätte es nicht funktioniert. Ah, okay. Und in dem Moment, seit dem Moment ist ja ihre Situation wieder okay. Also was die 6 Wochen lang in der Psychiatrie nicht hinkriegten, hat mit dem Sonntagmittag dann geklappt. So. Es ist irgendeine Qualität in mir, die anderen unheimlich hilft, in den Moment zu kommen. Warum kann ich mir diese Qualität nicht selber erschließen? Denn ich selber bin für mich ganz oft im Zweifel. Auch viele Menschen fühlen sich in meiner Gegenwart sehr wohl, können sich fallen lassen. Warum schaffe ich das nicht selber für mich? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was die anderen da wahrnehmen. Klar, haben wir nie. Wie denn auch? Jeder nimmt was anderes wahr. Aber es muss ja eine Qualität sein, in die man sich reinfallen lassen kann. Und warum, was hindert mich und was blockiert mich, was andere nicht blockiert? Das, was passiert, wenn du mit scheinbar anderen zusammen bist, ist ja nicht von dir gemacht. Ja, klar. Das passiert einfach. Ja. Genauso wie jetzt passiert, dass du dir die Frage, warum das bei dir selbst nicht passiert, stellst. Vielleicht musst du gar keine Antwort drauf finden. Jede Antwort ist eine Interpretation von irgendwas. Du denkst, eine Antwort würde das wieder
verbessern? Nee, oder denke ich gar nicht. Das ist die nächste Interpretation. Wir finden da keine wahren Antworten auf sowas. Zumindest keine offensichtliche, sind Schwerste ja da. Jede Antwort, die kommt, ist für den Moment vielleicht gut, aber dann kannst du sie wieder vergessen. Aber du hast die Möglichkeit, jetzt einfach hier zu sein. Ja. Als das, was du wirklich bist. Mehr geht gerade nicht. Ja, das mag ich jetzt auch. Ja. Sobald du irgendwas irgendwann anders machen möchtest in dieser angeblichen Zukunft, oder irgendwas, das alles immer in einer bestimmten Weise abläuft, das geht nicht. Unmöglich. Also für jeden unmöglich, ja? Weil es einfach nicht möglich ist. Weil es ja sowas wie eine Zukunft gar nicht gibt. Und wenn du diese Frage, warum, einfach reinsinken lässt und nach keiner Antwort suchst, dir einfach erlaubst, wirklich hier zu sein, in diesem Nichtwissen, keine Ahnung zu haben. Wie ist das dann gerade für dich? Toll. Ja. Frei. Frei, ja. Ja. Ich bezeichne es immer als mangelloser Zustand, so. Weil in nichts gibt es ja auch keinen Mangel. So interpretiere ich es mir, dass der Verstand beruhigt ist und dann ist er aber dann auch zufrieden. Gut, Dankeschön. Gerne, danke dir. Das mit der Wahrnehmung möchte ich nochmal kurz aufgreifen, weil das ist sehr interessant, wenn man sagt, ja, ich nehme doch das wahr. Ja, das ist doch so, ich nehme doch das wahr. Dann ist es nur gerade für den Moment, für denjenigen wahr, der es einfach gerade so wahrnimmt. Aber ein anderer, ja, da kann sein, dass er was ganz anderes wahrnimmt. Und wir wissen nie, in welcher Qualität. Ich rede jetzt mal von anderen, ja? Der andere das wahrnimmt. Wissen wir nicht. Wir können schauen, ob man irgendwie, ja, nimmst du es auch? Ja, ich auch. Ja, okay. Ja, dann ist es einfach nur in diesem Moment so. Aber das hat ja keine Echtheit. Nur für den Moment. Deswegen kann man auch nie sagen, so ist es. Weil dann geht der Kampf wieder los. Na, ich weiß es doch, so ist es. Na, ist anders. Ja, doch. Ja, spürst du es nicht? Ja, es ist doch so. Na, spürst du es nicht? Na, so ist es nicht. Ja, also, aber ich weiß es doch jetzt. Ja?
Und dann geht dieses Hin und Her los. Da ist einfach nur unterschiedliche Wahrnehmung. Ja? Ja, man sitzt miteinander bei einem Bier, ja, in der Kneipe, oder kommt der Windzug. Und dann sagt der eine, oh, ist das schön, der tut so gut gerade, und der andere, oh, ist das kalt. Ja, wer hat jetzt recht? Der gleiche Windzug. Nichts, was recht hat. Das ist so schön, wenn man die Sachen einfach dann stehen lassen kann. No problem. Und wisst ihr, was das Coole ist? Dass wir nicht irgendwie sein müssen, in irgendeiner Weise, um das zu sein, was wir niemals nicht sein können. Weil das, was hier in Wahrheit ist, dem ist es so gleichgültig, was da an der Oberfläche gespielt wird. So gleichgültig. Gleichgültig. Nicht leck mich am Arsch, sondern gleichgültig. Ja? Weil alles, was da rauskommt, ist ja einfach nur ein Ausdruck von dieser unendlichen Kraft und Stille des Seins. In der absoluten Unberührtheit. Also wir müssen nicht versuchen, irgendwie super Menschen zu werden, ja, weise, geduldig. Vollkommen entspannt. Und wenn wir die Ober-Super-Menschen hier werden im Ausdruck, interessiert es das, was du bist, überhaupt nicht? Null. Null. Das ist der Hammer, oder? Weil das, was du in Wahrheit bist, ist so eine unendliche Liebe, die so unvorstellbar ist, weil sie mit Liebe nichts zu tun hat und die kleidet sich wirklich in alles. Wenn man da so ein bisschen rumschauen auf der Welt, ja, passieren ja wirklich auch schreckliche Dinge. Als Ausdruck des einen. Als Ausdruck des einen. Während dem nichts passiert. Nichts. Und diese Gleichzeitigkeit ist der Hammer. Nichts zu entdecken als dein eigenes Wesen. Wesenlos.
Aber dazu musst du bereit sein, deine Geschichte jeden Moment komplett zu vergessen. Egal, ob sie eine schöne ist oder eine scheußliche Geschichte. Und es ist so befreiend, wenn man die Geschichte nicht mehr glauben muss. Dass sie ein gutes Ende bekommt. Wir lieben ja alle Happy End Geschichten. Aber die Geschichte hier hat kein Happy End. Das ist das Happy Ist es schwierig, gerade hier zu sein? Nicht, gell? Mir geht's auch immer so. Gerade schon. Und jetzt versucht mal in 2 Wochen irgendeinen Termin jetzt schon zu regeln, wie der ablaufen soll. Oder wie in 2 Wochen die Blockaden irgendwie endlich gelöst sind, wenn ihr den Termin bei irgendjemand da hattet. Ja. Oder wie die Begegnung in 3 Wochen sein wird, wenn ich endlich mal meinen Geliebten oder meine Geliebte wieder sehe. Wie wird das dann funktionieren? So was versucht der Verstand die ganze Zeit. Aber es funktioniert nicht. Also die Vorstellungen funktionieren natürlich wunderbar, gell? Ich meine, der stellt sich unheimlich dann vor. Aber der hat ja dann auch meistens ein Gegenbeispiel parat, ja? Also wie ich es gerne hätte oder vielleicht ein Worst Case, ja? Der spielte da hin und her, weil ja irgendwas weiß er schon, dass das alles nicht so hundertprozentig ist. Dem nicht mehr zu glauben. Ja, er merkt, okay. Wie könnte ich mich denn da verhalten? Mein Gott, das war schon so oft im Satzang, jetzt muss ich mal schauen, dass ich dann einfach hier bin und nichts mehr mache und meine Angst einlassen, meine Gedanken schwinden lassen. Hoffentlich wird es dann ein gutes Gespräch und hoffentlich hat es dann auch den Ausgang, den ich gern mag. Ha, du kannst noch sehr leuchtend sein. Es geht nicht. Wenn wir mal von dieser Idee da sprechen wollen, die wir vergessen können. Aber jetzt hier, das ist nicht schwer, oder? Und wenn es für irgendjemand schwer ist, bitte melden. Dann schauen wir es uns an. Und durchleuchten es. Und dann ist hier einfach, irgendwie kommt es so zum Relaxen, ohne dass man irgendwas machen müsste.
Dann kommt der Verstand mit, aber ich hab da noch was. Und nur jetzt im Moment, immer nur jetzt, braucht ihr diesem Aber nicht zu folgen. Und wenn es doch passiert, dann ist irgendetwas trotzdem da, was sich dessen gewahr ist. Weil das ist immer hier, was sich allem gewahr ist. Was es einfach mitkriegt. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Aber wir können es nicht leugnen. Ganzen verstreuten Energien in Form von Gedanken und gebunden an dieses scheinbare Ich. Gehen wieder zurück. Und du nimmst alles weiterhin wahr, was einfach gerade so wahrzunehmen ist. Du musst dich um nichts kümmern, was da wahrgenommen wird. Du bist hier. Hier. Aber nicht mehr hier. Und das hat mit Können nichts zu tun. Mitmachen. Und dann kann man selbst betrachten, zusehen, was hier so alles abläuft. Und du schaust einfach zu. Und das ist so natürlich. Also nicht mit den Augen hier, sondern das, was durch die Augen sieht und was sieht, dass diese Augen sehen. Und dann dürfen wir endlich mal so sein, wie wir sind. Voll dämlich, voll schräg. Niemand gefallen müssen. Oh, weil du bist hier. Hier. Und damit meine ich nicht dieses Herz, bum, 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 bum. Und ich meine auch nicht das Herzchakra, bum, bum, bum. Ich meine das Große, das Unendliche, das nicht klein und groß wird. In dem auch dieser unendliche Raum ist. Nicht zu verstehen. Ich check's selber nicht. Aber es ist trotzdem klar. Aber niemand, der das checken könnte. Und dann darf jeder auf dich böse sein. Du musst keinen mehr verbessern. Du musst keinem mehr helfen. Also das heißt es nicht, dass man keinem Menschen mehr hilft. Ja, wenn ein altes Murtal an der Straße steht, dann geht man da total gerne hin und hilft dir über die Straße drüber. Das meine ich damit nicht, ja.
Aber dieses Bedürfnis, dem anderen irgendwo zu helfen, dass es dem wieder gut geht, ja, das fällt weg. Weil du schaust von dem, was du bist, in das, was du bist. Du schaust immer dich selbst. Dann schaut Vollkommenheit, Vollkommenheit. Und wie könnte irgendein Ausdruck falsch sein? Wie könnte sich irgendjemand anmaßen, zu wissen, wie der Ausdruck richtig wäre? Ja, wer sind wir denn? Für jeden ist in jedem Moment immer das Passende. Und das ist was Offensichtliches. Weil es in dem Moment einfach dann passiert, wie es passiert. Und das ist nichts Spirituelles, nichts Besonderes, sondern was Offensichtliches. Ja, das kann gerade nicht anders passieren, als es passiert. Wodurch auch immer. Und jeder kann gerade nur so schauen und so sitzen und so schnaufen, wie es gerade passiert. Und da hätte es keine Chance gehabt, die Flasche nicht in die Hand zu nehmen. Ja? Ja, trinken passiert. Ja, plötzlich plupps es weg. No chance. Und dann kommt der Verstand und sagt, hätte ich aber dann, wenn ich das so gemacht hätte, dann wäre das dabei rausgekommen. Wenn ich da jetzt so wirklich in meine Wut gegangen wäre, dann hätte ich sie transformieren können. Total hat mir gefällt. Das Leben in seiner Fülle zu erfahren. Nicht in Schachtelchen, ja, das mag ich nicht, sondern in seiner Fülle. Und das hat halt manchmal auch einen Geschmack, der vielleicht einmal gerade ein bisschen bitter ist. Oder lätschert. Hör mal scharf. Aber nichts davon kann dich umbringen. Nichts davon. Aber es ist so lebendig, wenn wir das alles einfach mal schmecken. Auch die größte Angst. Wir schmecken die größte Angst, der Hammer. Wow, was in diesem System alles abgehen kann. Ich fand es heute Morgen echt wieder spannend. Da war plötzlich totale Aufregung. Ja, ja wow, interessant, was in dem System alles abgeht. Super. Lebendigkeit. In der absoluten Stille des Seins. Nur wenn man nur in dem einen kleben, ja, in diesem, was hier sich so spielt, und diese Stille des Seins komplett vergessen haben, dann tut es immer so weh. Man ist so leidvoll. Wenn ich aber weiß, hier, das, was ich bin, ist hier. Das, was ich bin, nicht ich bin, ich bin, da findet auch dieser Körper drin statt. Dann kann ich das einfach aufnehmen, ja? Das spielt hier, das spielt. Energien tanzen. Warum sollen sie nur immer in einer Variation tanzen? Wir können die höchste Freude erleben und den höchsten Schmerz. Aber das, in was es stattfindet, das ist unerlebbar.
unerlebbar her. Und dann ist das Erleben wunderbar. Weil mitten in jedem Erleben ist es still. Mitten. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Ich möchte mal auf extreme Gefühlszustände oder extreme Erlebenszustände zu sprechen kommen. Mhm. Ich glaube, jeder hat es mal irgendwie erlebt. Mhm. Also totale Verzweiflung oder totale Ohnmacht. Mhm. Super. Oder Gefühlsausbrüche, die, ja, das kann man irgendwie nicht mehr beschreiben. Also, es geht total ab und hinterher fühlt man sich entsprechend schlecht meistens oder nicht so gut halt. Gewöhnlich nehmen wir ja dann diesen Seinszustand, dieses, wovon du sprichst, in diesen Momenten nicht wahr. Also man verliert sich da drin oder ich verliere mich da drin. Mhm. Ja, und? Und, ja. Was ist das Problem? Das fehlende Erleben, dass eben beides da ist. Sowohl der extreme Gefühlszustand als auch die Stille oder die Grundlage, dass das erlebt. Wünschst du nie was anderes, als was hier ist? Sobald du anfängst, irgendwas anderes zu wünschen, als das, was gerade hier in der Offensichtlichkeit ist, ist ein Wunsch von dem, wie der Moment sein sollte, und der ist nicht deckungsgleich mit dem, wie er ist. Da hast du einen Spannungsbogen immer. Ja, und das ist so schwierig. Und dann versucht der Verstand, wie kann ich das machen? Und er kann es nicht. Nee, das kann ich dann nicht. Ja. Wird die Verzweiflung noch größer. Super. Sei total verzweifelt. Versuch nicht der Verzweiflung auszukommen. Lass es total verzweifelt sein. Darin liegt der Segen und die Freiheit. Und spür mal, wie du das im Körper einfach wahrnimmst, die Verzweiflung. Wie wird das wahrgenommen, die Verzweiflung? Weil sonst ist ja nur da oben im Schädel Verzweiflung. Und wie spürst du das? Ja? Komm ins Erleben von der Verzweiflung. Nicht versuchen, da auszukommen. Wie spürst du denn Verzweiflung? Zu was sagst du Verzweiflung? Eine bestimmte Situation, mit der ich nicht klarkomme oder die halt irgendwie bedrohlich ist oder mich ohnmächtig macht oder sowas in der Richtung. Und dann das dagegen wehren, das verursacht noch mehr Enge und noch mehr Spannung und noch mehr... Superentdeckung. Genau. Ja. Letzten Endes auch
halt unwohl sein oder bis hin zur Krankheit dann. Ja, das kann passieren. Aber das eine bedingt nicht das andere. Also die Krankheit resultiert nicht unbedingt daraus. Ja, da brauchst du keine Verbindung draus machen. Aber es sind trotzdem noch Worte. Aber da ist ja auch ein Erleben mit dabei. Und das zu erleben, das ist wie das System zu nutzen. Das einfach zu spüren, wahrzunehmen. Und kein Versuch rauszukommen. Die totale Ohnmacht, die totale Verzweiflung, wie spürt sich das an? Die totale Hilflosigkeit, keine Ahnung zu haben. Welch ein Segen. Welch ein Segen. So kocht dich das Leben weich. Wir sind zur Aufgabe. No chance. Das ist ein bisschen eine Kunst in dem Moment, dann einfach das so anzunehmen und geschehen zu lassen, so wie es ist, auch wenn es so extrem ist. Es geht immer nur so weit, wie es geht, weil du hast es nicht in der Hand, du bist nicht der Macher davon. Sondern du bist das Sehen, was dem, was da passiert, einfach zusieht. Du bist das Gewahrsein von allem, was hier passiert. Und derjenige, der was machen möchte, kann nie was machen, weil er ein Teil von dem Film, der abläuft. Pure Illusion. Und trotzdem ist die Einladung hier, so gut wie es möglich ist, da nicht dagegen anzukämpfen. Und jetzt kannst du im Moment schauen, ob es da wirklich einer Kunst bedarf. Jetzt gerade zu schauen, was ist denn jetzt gerade? Ist gerade im Moment irgendwas hier? Oder was ist gerade hier für dich wahrnehmbar? Momentan habe ich keine Probleme. Jetzt ist alles klar, was fiel mir eben ein. Ja. Ja, schau, momentan sind keine Probleme da. Ja. Das kann morgen wieder sein, ja. Irgendwas. Was ist denn morgen? Außerhalb des jetzigen Moments. Gibt's da was? Wo soll denn das sein? Nichts, was für sich selbst existiert. Wie würdest du das bezeichnen? Du kannst aus diesem Moment nicht rausgehen. Und da gibt es kein Morgen. Morgen ist ein Gedanke. Nimm mal den Gedanken weg. Glaub dem mal nicht. Glaub diesen Zeitfaktor mal nicht. Hier ist keine Zeit. Frag mal einen Vogel, was morgen ist. Der pfeift jetzt sein Lied, aber nicht morgen. Morgen ist nur ein Wort, ein Gedanke, mit dem der Geist alles Mögliche verbindet, nämlich die ganzen Geschichten, die da eventuell wieder auftauchen können. Vergiss es.
kein Morgen. Schau einfach jetzt. Und ist das jetzt schwierig, das zu sehen, was hier so ist? Kannst wahrnehmen, wie der Körper schnauft? Kannst wahrnehmen, wie die Hände das Mikrofon halten? Kannst wahrnehmen, wie der Kontakt zum Stuhl ist? Wie der Kontakt von den Füßen zum Boden ist. Ja? Und ich lasse alle Bezeichnungen davon weg. Ja? Stuhl weg, Boden weg, Mikro weg, Schnaufen weg. Das ist nur wahr. Anstimmungslos. Sind auch keine Gedanken da. Ah. Und auch das ist wahrgenommen, dass keine Gedanken gerade da sind. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ja. Ich bin gerade mit dir. Danke dir. Danke. Hier versinkt alles Wissen. Hier verschwinden alle spirituellen Konzepte. Und was bleibt? Ist die reine Qualität des Ich Bin in der Unendlichkeit des Absoluten.
keine Plage mehr, wie kreiere ich mir meine Welt. Keine Plage mehr, Scheiße, es funktioniert nicht. Kein Stolz mehr, wow, es funktioniert, ich kann. Hier verschwindet auch die Welt komplett. Kein Ich, keine Welt, keine Zeit. Verliert euch nicht in den Klängen, sondern seid euch der Klänge gewahr. Anstrengungslos. Klänge vergehen, das Gewahrsein ist hier. Die Klänge kommen wieder. Das ist so simpel. Sich das wirklich zu vergegenwärtigen, dass alles, was kommt, wieder geht. Inklusive dieser Erscheinungsform.
sich in den Tod zu verlieben, ist absolute Freiheit. Weil nichts hier hat Beständigkeit. Nichts. Jetzt müsst ihr mich bald wieder ein bisschen ankurbeln, weil jetzt kommt gleich. Ein Frägelchen. Das ist cool, wenn die alle wechseln, gell? Ja, merken muss gar nichts wissen. Das Einzige, was wichtig ist, die Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem, was hier ist und dem, was kommt und geht. Totale Einfachheit. Und an dem haltet euch nicht auf. Sondern seid das. Und dann kann da genossen werden, weil man sich dann nicht mehr dran aufhalten muss, ja? Das ist wunderbar, das Leben dann einfach so in seiner Fülle zu erleben. Das ist so schön. Weil es nicht mehr schön sein muss. Aber man braucht es nicht mehr. Man braucht es einfach nicht mehr. Ja? Wenn was da ist, ist gut. Wenn es nicht mehr da ist, ist auch gut. Spielt die Musik ist gut, spielt sie nett, ist auch gut. Ja? Und dann darf es auch passieren, dass sie mal total nervt. Wann ist das, was auftaucht? Also keine Idee, was auftauchen soll. Und du weißt alles, was kommt, geht wieder.
Und du weißt genau, alles, was kommt und geht, kannst du nicht sein. Hat mit dir nichts zu tun, obwohl es in dir stattfindet. Getrennt und doch nicht getrennt. Getrennt in dem Sinne, weil es dich nie berühren kann. Wie die Wolke den Himmel nicht berühren kann. Ungetrennt, weil es in dir stattfindet. Weil es nur das gibt, als das in jedem Moment. Das klappt bei dir. Die Bereitschaft, alles zu erfahren, was hier auftaucht. Darin offenbart sich, dass nichts so schlimm ist, wie der da oben das erzählen möchte. Und dass hier immer die Kraft ist, mit allem hier zu sein. Und das Leben lädt sich in jedem Moment selbst ein, das Schwert niederzulegen. Und nicht mehr gegen das zu kämpfen, was hier auftaucht. In der Vorstellung, es sollte anders sein. Und es ist die Offensichtlichkeit, dass das, was hier auftaucht, gar nicht mehr verändert werden kann. Wie möchte ich jetzt das Klatschen verändern? Den Glockenschlag? Er ist ja schon da.
Danke für Satsang. Stille.